Annyeonghaseyo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's nach, naja, fast Nordkorea. Aber ihr seht's. Für uns geht es heute in die DMZ, die Demilitarized Zone, eine Pufferzone zwischen Süd- und Nordkorea, da beide Länder technisch gesehen ja noch im Krieg sind. Auf jeden Fall waren wir erstmal an diesem Informationszentrum. Ja, bevor es hier in die DMZ geht. Und in die DMZ kann man übrigens nur mit einem Tourguide rein. Privat ist es nicht möglich. Ja, dann gibt es ja auch sehr viele Informationen und viele Gemälde, Bilder. Sieht sehr hübsch und fresh aus. Ja, hier gibt es auch noch diese Lok und diese Freiheitsbrücke, wo die für südkoreanische Soldaten gebaut wurde, die noch im Norden waren. Hier überqueren wir den Fluss in die DMZ. Was ihr da seht, ist eine Mautstelle nach Nordkorea. Und jetzt fahren wir erstmal zum dritten Infiltrationstunnel. Ja, ich war eben im Tunnel drin. Das war meine krasse Experience. Ja, muss man so runterlaufen, 45 Grad Neigung waren das. War auf jeden Fall gar nicht anstrengend oder so. Nee, nee, nee. Und ja. Ja, für uns geht's wieder weg. Naja, noch nicht ganz raus aus der DMZ, aber hier nochmal die Mautstelle. Und wir fahren jetzt zu einem Unification Village. Das sind so Dörfer, die sich in der DMZ befinden. Ja, Leute, hier wohnen noch Leute drin. Und man kann hier eigentlich nur mit einem speziellen Ausweis, also diese Leute können mit einem speziellen Ausweis rein. Ja, dann kann man hier noch ein paar Souvenirs kaufen und diese Vögel gibt's da. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Observatorium. Hier kann man nach Nordkorea rüberschauen, was ihr auch gleich sehen werdet. Auf jeden Fall, die Aussicht ist sehr fantastisch, würde ich sagen. Hier noch eine Karte, die nochmal alles erklärt. Und was ihr hier seht, ist Nordkorea. Ja, ihr könnt von euch aus natürlich auch die Aussicht über die Landschaft von Südkorea ein bisschen gucken, erfreuen. Und ja, hier gibt es noch ein paar Bilder von Nordkorea. Ziemlich interessant, würde ich eigentlich sagen. Und dann geht es auch wieder zurück nach Seoul. Ja, und das war's dann eigentlich mit der DMZ-Tour. War sehr, sehr fresh, kann ich nur empfehlen. Also, wenn ihr irgendwann mal nach Korea, Südkorea natürlich, naja, vielleicht auch in Zukunft Nordkorea, fahrt gerne in die DMZ. Ja, an dieser Stelle würde ich mich verabschieden. Hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.